Eine dramatische Entwicklung seit unserem letzten Interview Anfang Oktober. Herzlich willkommen, Herr Dr. Georg Schneider. Ich glaube, es ist wieder an der Zeit, dass wir unsere Hüfthofer Bevölkerung aufklären über das, was hier, aber was auch weltweit stattfindet. Die letzten Zahlen sind natürlich erschreckend. Gestern allein 61 Fälle, neue Fälle im Kreis Paderborn. Auch Hüfthof hat wieder 13 aktive Fälle. Die neue Corona-Schutzverordnung ist gerade in Kraft getreten mit drastischen Maßnahmen. Eigentlich hätten wir uns wieder hier hinsetzen können, wie vor 6 Monaten und das gleiche Interview führen. Doch wir merken in der Bevölkerung ein zweigespaltenes Verhältnis. Die einen, die das Ganze sehr akzeptieren und die anderen, die es drastisch kritisieren. Herr Dr. Georg Schneider, schön, dass Sie da sind. Wie würden Sie die aktuelle Lage beurteilen? Ist es richtig, dass die Landesregierung jetzt so massive Maßnahmen nochmal wieder uns vorschreibt? Ja, aus medizinischen Gründen ist das auf jeden Fall richtig. Wir erleben ja zurzeit einen exponentiellen Anstieg. Geplant waren ja möglicherweise erst Zahlen mit 19.000 Infizierten in Deutschland zum Ende November, zum Anfang Dezember, zur Weihnachtszeit. Wir werden nächste Woche die 22.000, wenn nicht die 25.000 Infizierten in Deutschland überschreiten. Unser Gesundheitssystem steht vorm Kollaps in der Intensivmedizin, in den klinischen Betten. Es geht auch nicht um die Anzahl der Intensivbetten, es geht um das Personal, was diese Intensivbetten bearbeiten kann. Es ist dringend erforderlich, dass jetzt runter- und zurückgefahren wird. Aus meiner Sicht kommt es 14 Tage zu spät. Aus meiner Sicht ist es auch 14 Tage zu kurz. Wir werden bis zu den Weihnachtsferien brauchen, um diese Welle, die ja deutlich höher ist als die erste Welle im April, abfangen zu können. Wie lange, glauben Sie, müssen diese Maßnahmen jetzt stringent durchgehalten werden, damit wir einigermaßen über den Winter kommen? Also ich bin davon überzeugt, dass man sie erstmal bis zu den Weihnachtsferien hätte durchziehen müssen. Wir haben damals auch sehr frühzeitig gesagt, wir fangen bei den Osterferien an und sagen gleich, das wird bis zu den Sommerferien so laufen. Insbesondere die Reisegewohnheiten in Deutschland müssen drastisch verändert werden zu allen anderen Maßnahmen, die AA-Regeln, die Corona-App und natürlich das Lüften. Schildern Sie doch mal aus Ihrer Sicht so einen Alltag in der hausärztlichen Praxis. Welche Sorgen und Nöte haben die Patienten derzeit? Ja, die größten Sorgen und Nöten der Patienten sind natürlich immer, dass man bei einem Infekt, wir haben ja zurzeit viele Atemwegsinfekte, dass man einen Corona-Infekt hat. Deswegen haben die Patienten natürlich das Bedürfnis, frühzeitig abgestrichen zu werden, frühzeitig auch möglicherweise krankgeschrieben zu werden, wenn die Symptome weggehen, dass sie gar nicht erst in die Arztpraxis zu kommen müssen. Die Patienten haben Sorge, sich in den Arztpraxen anzustecken. Die Patienten haben aber auch Sorge, Freunde, Nachbarn, Bekannte und Familie anzustecken. Und das neben all dem, was sonst in der Praxis auch an Husten, Schnupfen, Heiserkeit zu tun ist. Das belastet das Personal so sehr. Wir haben es heute im Radio-Hochstift gehört, beziehungsweise in der Tagespresse gelesen, Burnout bei medizinischen Fachangestellten. Wir werden das auch erleben in der Ärzteschaft. Corona ist on top und unser Gesundheitssystem war vorher schon ausgelastet. 13 aktive Fälle allein in Hüfthof. Was sind das für Fälle? Wo haben die Menschen sich angesteckt? Ja, über 50% der Fälle, vermutlich sind es 75% der Fälle, sind Reiserückkehrer aus dem europäischen Ausland, jeglicher Altersklasse und aus jeglichen nachvollziehbaren oder auch nicht nachvollziehbaren Gründen. Ein Thema, was uns immer wieder erreicht, ist das Thema Schulen. Viele Eltern sind in großer Sorge, dass gerade ihre Kinder derzeit dem gesamten System zum Opfer fallen, weil für die Schulen gibt es ja jetzt keine Veränderung. Wichtig natürlich, dass die Kinder weiter betreut und beschult werden können, aber die Regeln in den Schulen sind natürlich auch vorgegeben, auch für uns. Das Lüften ist ein Thema und das Thema der Transporte in den Bussen ist ein großes Thema. Wie würden Sie die Situation in den Schulen lüftungstechnisch einordnen? Ja, wir hatten das letztes Mal schon gesagt, am 2. Oktober, das A und O, dass man wirklich pragmatisch sagt, alle 20 Minuten muss gelüftet werden. Kurz aufmachen, 5 Minuten für ordentlich Durchzug sorgen, ist das A und O. Ansonsten ist es so, dass wir wieder auch den Maskenschutz in der Schule haben ab der fünften Klasse. Es gelten die Abstandsregeln, es gelten die Hygieneregeln. Da kann vielleicht auch teilweise noch nachgebessert werden. Die richtige Infektionscluster in den Schulen jeglicher Altersklassen oder auch in den Kindertagesstätten werden ja nicht berichtet und teilweise auch nicht gesehen. Es gibt Studien oder Verläufe, wo man sagt, das ist so schlimm nicht. Ich würde mich dem anschließen, wenn man sagen würde, wir müssen auf alles achten, insbesondere Maskenschutz, Belüftung, dass das nicht der kritischste Bereich ist, aber es macht natürlich immer Sinn, Maskenschutz, Abstand und auch im Bus, Sitzplätze okay, aber nicht wirklich 65 Leute im 54er-Bus, da muss man schon ein bisschen aufpassen, mit Maske wird das gehen. Wir haben uns heute Morgen noch intensiv unterhalten, auch mit den Schulleitungen, die uns bestätigt haben, dass die Regeln derzeit in den Schulen hervorragend
eingehalten werden, dass insbesondere aber auch die Schülerinnen und Schüler sehr, sehr bedacht darauf sind, ihre Masken zu tragen und auch das regelmäßige Lüften in den Klassenräumen zu gewährleisten. Darüber bin ich sehr glücklich. Nichtsdestotrotz werden auch wir weitere Maßnahmen überprüfen. Diese neuen Lüftungstechniken sind ja noch nicht wissenschaftlich bewiesen. Deswegen warten wir da noch auf Signale auch seitens des Landes, ob wir sie einsetzen sollen. Und hinsichtlich der Busse haben wir derzeit eine Auslastung von 85%. Hier prüfen auch derzeit die Schulen, ob sie den Unterricht etwas entkoppeln, die Anfangszeiten gerade für die Klassen 5, 6 und 7 zu denen der anderen Klassen ein wenig strecken. Also hier bedarf es dann noch weiterer Maßnahmen auch in den nächsten Tagen. Herr Dr. Georg Schneider, die Antigentests für die Menschen in den Altenheimen oder die Besucher der Menschen in den Altenheimen sind jetzt bei uns in dieser Woche angelaufen. Was bedeutet das? Ja, die Heime oder die Betreiber der Heime können über den Corona-Schutzschirm die Antigentests für Besucher, Mitarbeiter und Bewohner anfordern. Die sind auch teilweise schon ausgeliefert worden. Wir sind in dieser Woche in den Heimen angefangen, in Hövelhof und Ostenland, mit den Schulungen für die Mitarbeiter. Man braucht eine 3-jährige Ausbildung zum Alten- oder Krankenpfleger bzw. zum Notfallsanitäter. Dann kann man diese Tests im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes ausführen und durchführen. Jedes Heim erstellt einen eigenen Plan, wöchentlich, 10-tägig, 14-tägig, je nachdem auch bei Bedarf für die Besucher, wie sie denn rein möchten, wann sie denn kommen und wie häufig sie kommen, und führt diese Testung durch. Es dauert, wie gesagt, 15 Minuten. Man hat ein wirklich valides Ergebnis von der Richtigkeit, wenn der Test korrekt durchgeführt wird. Und nur bei einem positiven Testergebnis muss mittels eines PCR-Tests nachgetestet werden. Ansonsten eine ganz, ganz große Sicherheit, dass wir nicht wieder die Alten und die Kranken und die Behinderten in Quarantäne setzen müssen und die Häuser sperren müssen, wie wir es ja teilweise im Kreis Paderborn schon wieder haben. Kann ich mir so einen Test auch in der Apotheke kaufen und mich selber oder meine Angehörigen testen? Nein, das geht eben noch nicht. Es ist was anderes als der Schwangerschaftstest zum Beispiel. Das Funktionsprinzip ist ähnlich, aber weil es eben eine medizinische Anwendung im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes ist, muss es vom medizinischen Personal durchgeführt werden, weil sichergestellt sein muss, dass ein positives Ergebnis an die Gesundheitsämter weitergegeben wird, damit die Gesundheitsämter auch die Kontaktverfolgung, die Nachverfolgung und die Unterbrechung der Infektionsketten durchführen können. Die Gesundheitsämter, insbesondere auch unser Gesundheitsamt im Kreis Paderborn, arbeiten mit Hochdruck. Es wird Unheimliches geleistet, sowohl im Verwaltungssektor der Gesundheitsämter als auch in der niedergelassenen Medizin. Das müssen wir aufrechterhalten können. Das können wir nur, wenn die Infektionszahlen runtergehen. Ich weiß, die Frage stelle ich jedes Mal, aber sie liegt uns so am Herzen. Wann gibt es endlich die Impfung? Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass es sie im ersten Quartal des nächsten Jahres geben wird, dass erste Impfreihen dann durchgezogen werden können. Es wird ein System noch erstellt von Herrn Spahn und vom Gesundheitsministerium, wo festgelegt wird, welche Gruppen zuerst, die Risikogruppen, dann möglicherweise der medizinische Dienst, dann irgendwann die gesamte Bevölkerung. Es gibt gute Studien von AstraZeneca oder auch von BioNTech. Es sind ja etliche Firmen am Forschen, die in der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen schon sehr weit sind und zeigen können, dass wir mit der Corona-Impfung zum einen einen sehr guten Anstieg der Corona-Antikörper erreichen können und zum anderen, wie wir es letztes Mal schon gesagt haben, bei unserer Grippe- und Lungenentzündungsimpfung zusätzlich auch einen guten Anstieg der T-Lymphozyten, also von immunkompetenten Zellen, die uns vor Infekten, vor Infektionen schützen. Und diese beiden Mechanismen will man natürlich auch bei Corona nutzen. Deswegen kann man auch noch mal sagen, wie wir es letztes Mal gesagt haben, schauen Sie noch mal rein am 2.10. Grippeimpfung, wer in Frage kommt, Lungenentzündungsimpfung, wer in Frage kommt, jetzt ist die richtige Zeit. Wir bilden nicht nur Antikörper gegen Grippe oder Pneumokokken, sondern aktivieren T-Lymphozyten, die auch vor anderen Infekten schützen können. Sie haben im Vorgespräch mir eben noch mitgeteilt, es gibt Neuerungen für die Corona-App. Wir haben sie ja alle auf unserem Handy, aber so richtig haben wir noch nicht so den Mehrwert erkannt. Gibt es da was Neues? Ja, das ist genau das Problem. Viele haben sie auf dem Handy. In Deutschland sind es ungefähr 20 Millionen, also 25% der Deutschen, die es auf dem Handy haben. Der Wirkmechanismus, der Funktionsmechanismus ist ja jetzt über Bluetooth, wie wenn ich ins Auto steige und kopple mich über meine Freisprecheinrichtung. Es geht jetzt darum, ob man die Akzeptanz erhöhen könnte, was ich persönlich ganz wichtig finde, über sogenannte Kontakt-Tracking-Daten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Veranstaltung im Schützenbürgerhaus machen oder wenn zum Beispiel ein Kinobesuch sein soll, dass man sich bei der Veranstaltung über einen eigenen Barcode einloggen kann und
Ich sitze da mit 150 Leuten, mit Abstand und Belüftung, alles gut, wenn sowas denn wieder gehen wird oder im Restaurant beispielsweise auch. Sollte einer der Menschen, die auch zum selben Zeitraum im Restaurant, im Kinosaal oder im Schütz- und Bürgerhaus gewesen sind, wie ich auch, positiv werden, könnte er in die Gruppe derer, die sich den Barcode reingescannt haben, Bescheid geben und sagen, ich bin positiv, bitte lasst euch testen. Bisher ist es so, dass immer über Bluetooth nur meine engste Nachbarschaft, mit denen ich nebeneinander gesessen habe, vielleicht verständigt werden würde. Es gibt da Daten, die zeigen, wenn man das in einer Gruppe von über 6.000 Menschen gemacht hat, wo ein Positiver nachher war, dass man dann 55 Positive über dieses Kontakttracking im Test rausgefunden hätte. Da kann man natürlich sehr gut Infektionsketten unterbrechen. Das würden wir über Bluetooth nicht erreichen und deswegen macht das Sinn, insbesondere auch, wenn dann die Diskussion ansteht Anfang des Jahres, was können wir wieder öffnen, wenn wir denn so ein Kontakt-Tracking haben. Vielen Dank, Herr Dr. Schneider. Noch ein abschließendes Wort. Wann dürfen wir uns noch treffen? Welche Veranstaltungen sollten wir noch zulassen? Treffen dürfen wir uns, wenn wir aus maximal 2 Haushalten kommen, jederzeit, wenn wir Abstand, Hygiene und Belüftung einhalten. Was wir zurzeit noch durchführen sollten, und das muss ich leider sagen, wird bis zum Jahresende gelten, das wird auch über Weihnachten und sicherlich auch über Silvester gelten, ist all das, was zwingend nötig ist. Das soll auch das Schlusswort sein. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Höhloverinnen, liebe Höhlover, liebe Zuschauer. Wir haben es das letzte Mal geschafft, dass wir die Zeiten gut überwunden haben, und das werden wir auch diesmal tun. Wir werden Ihnen weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen über dieses Format und auch über viele andere. Verfolgen Sie uns auf unserer Homepage www.hoevelhoff.de oder auch auf den Facebook-Seiten und kommen Sie gut durch diese Zeit. Bleiben Sie bitte, bitte gesund und halten Sie sich an die Regeln. Herzliches Dankeschön.